Weniger Kosten, mehr Service. Unzählige Telefonfirmen buhlen täglich um die Gunst der Kunden. Doch viele Verbraucher erleben bei einem Anbieterwechsel immer wieder Ärger. Ja, welche Erfahrungen haben Sie da schon gemacht? Das haben wir in Schwerin gefragt. Ich habe auch schon Sachen gehört, die sehr negativ ausgewirkt sind, dass das nicht bereitgestellt wurde rechtzeitig und dass keine Telefonverbindung da waren oder Internetverbindung da waren und das Versprochen nicht eingehalten wurde. Wissen Sie was, ich ändere es nicht, ich behalte meine Nummer und das ist damit basta. Genervt, ja? Ja, das ist, es hat mich geärgert und ich wollte es nicht weiter darauf ankommen lassen. Ne? Ja. Dann bleibe ich eben beim Alten. Vom Prinzip her sind sie alle gleich. Ich habe gerade gewechselt und das ging sehr gut. Ja? Ja, Glück gehabt wohl. Doch, da gab es schon Probleme. Was haben... Kenne ich einige. Bekannte zum Beispiel hatte bei Telekom Probleme. Die wollten sie nicht rauslassen. So ist das. Und insofern musste sie kämpfen, bis sie dann eben doch eine Einigung erzielt haben. Ne? Wenn man doch mal umziehen muss, weil Zuwachs kommt, dann steht man natürlich da, ne? Und muss den Vertrag dann mitnehmen oder man hat einen Haufen Ärger. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Drehscheibe. Es gibt Ärgernisse, die scheinen irgendwie nicht aussterben zu wollen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, diese Ansage, die gibt es immer noch. Und offensichtlich bekommen Telefonkunden in Deutschland diese immer noch tausendfach zu hören. Trotz verbesserter Rechte beschweren sich viele Verbraucher bei der zuständigen Bundesnetzagentur, weil sie tagelang nach einem Anbieterwechsel nicht mehr zu erreichen sind. René Bruckner kann seit über 4 Wochen weder telefonieren noch im Internet surfen. Sein Anschluss wurde abgeschaltet. Grund für sein Problem? Er wollte den Festnetzanbieter wechseln. Den Part der Telekom sollte künftig 1&1 übernehmen. Ja, ich bin stinksauer auf die Telekom. Die Telekom hat 2 Wochen lang versucht, das Problem auf 1&1 abzuwälzen. Erst danach haben sie ihre Schuld eingestanden, dass es nicht funktioniert. Dabei hatte René Bruckner alle notwendigen Fristen eingehalten. Beide Anbieter stimmten auch sofort dem Wechsel zu. Doch seit dem Stichtag ist die Leitung tot. Ich habe von der Telekom zahlreiche technische Probleme genannt bekommen. Das Hauptsystem würde funktionieren, im Nebensystem würde die Daten festhängen. Einer hat gesagt, die Datenbank muss aktualisiert werden. Also Wahnsinn, mir fällt es gar nicht alles ein, was ich gesagt habe. Eigentlich sollte ein Wechsel laut Telekommunikationsgesetz reibungslos über die Bühne gehen. Denn bei einem Anbieterwechsel darf die Leitung nur einen Tag unterbrochen werden. Bruckner hat also Recht, kommt aber nicht zu seinem Recht. Seine letzte Hoffnung, die Bundesnetzagentur. Die staatliche Behörde verspricht schnelle Hilfe für alle, die nach einem Anbieterwechsel Probleme haben. Wir schaffen in der Regel innerhalb eines Tages, dass eine Beschwerde aufgenommen und abgearbeitet wird. Das klingt vielversprechend, doch Theorie und Praxis klaffen auseinander. Bruckners Beschwerde liegt der Bundesnetzagentur seit 3 Wochen vor. Passiert ist nichts. Letztendlich bitten die um Geduld zur Bearbeitung, wie die Telekom auch und wie auch 1&1. Ja, also jeder bittet um Geduld. Ich habe keine mehr. Das Referat 216 der Bundesnetzagentur bearbeitet die Beschwerden. Jährlich über 30.000. Das bedeutet, rund 130 Hilferufe von Wechselkunden müssen bearbeitet werden. Täglich. Ist das überhaupt zu schaffen? Ich will nicht verschweigen, dass es in Ausnahmefällen auch dazu kommen kann, dass eine Bearbeitung länger dauert. Dann ist Bruckner vermutlich einer der vielen Ausnahmefälle. Und Christine Hamer gehört auch dazu. Sie wollte von der Telekom zu Vodafone wechseln. Dann ging nichts mehr. Die freischaffende Künstlerin war 6 Wochen ohne Anschluss. Die Bundesnetzagentur hat mir dann letztendlich geschrieben, ja, wir werden an beide, an Vodafone als auch an Telekom, das weiterleiten. So ein Brief, wo man so sagt, na ja. Dabei hat die Bundesnetzagentur alle Möglichkeiten, Druck auf die Telefonanbieter auszuüben. Bußgelder in Höhe von bis zu 100.000 Euro könnten im Einzelfall verhängt werden. Doch es gibt bisher nur 3 Fälle in 2 Jahren. Viel zu wenig, kritisiert der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Also das Gesetz ist vor 2 Jahren in Kraft getreten. Man hätte eigentlich erwarten dürfen, dass es vom ersten Tag an funktioniert. Weil warum sollen Unternehmen sich nicht vom ersten Tag an ein Gesetz halten? Die Bundesnetzagentur hätte auch sofort anfangen können, Bußgeldbescheide zu verhängen. Das hat sie nicht getan. Wenn Telefonanbieter die Rechte ihrer Kunden nicht ernst nehmen, sollten andere Geschütze aufgefahren werden, fordern die Verbraucherschützer.
Es wäre am besten, wenn es sowas wie einen pauschalierten Schadensersatz gäbe, wenn man sagen würde, für jeden Tag, den die Leitung tot ist, hat der Verbraucher pauschal ein Anrecht auf 50 Euro, dann wären diese Probleme sehr schnell gelöst. In Rene Bruckners Fall kommt Bewegung, als das ZDF bei der Telekom nachhakt. Sein Anschluss wird freigeschaltet. Bruckners Fazit: Eigentlich geeignete Stelle, wie es eigentlich die Bundesnetzagentur sein soll, die hier wirklich einschreitet und nicht nur E-Mail schreibt. Ja. Wenn sich nichts ändert, bleibt der Telefonanbieterwechsel weiterhin ein Glücksspiel. Immer verbunden mit dem Risiko, für längere Zeit aus dem Netz gekickt zu werden. Seit dem Sommer gilt ja hierzulande die Warnwestenpflicht und das ist auch gut so, denn immer wieder kommt es bei Pannen zu tragischen Unfällen. Menschen laufen auf der Straße an ihrem Fahrzeug herum, sind wegen schlechten Wetters oder erst recht in Dunkelheit kaum zu erkennen und werden nicht selten zum Opfer. So jetzt geschehen in Bayern, als der Fahrer eines Pannenfahrzeugs von einem anderen Pkw überrollt wurde. Mit rund 100 Stundenkilometern traf dieser Kleinwagen den Mann, der gerade aus seinem liegen gebliebenen Kombi hatte aussteigen wollen. Mit schwersten Verletzungen musste er von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Auch die Fahrerin des Kleinwagens wurde bei der Kollision verletzt. Die Fahrerin von dem vorbeifahrenden Fahrzeug konnte dann wenige Meter nach der Unfallstelle anhalten. Hinsichtlich der Verletzungen des Fußgängers kann ich soweit sagen, dass wir die Mitteilung aus dem Krankenhaus haben, dass für ihn keine Lebensgefahr besteht. Die Fahrerin des PKWs wurde mit einem Schock ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. 9 Personen hatten sich in dem Kombi aufgehalten. Außer dem Fahrer wurde von ihnen niemand verletzt. Die Feuerwehr sicherte mit 40 Mann die Unfallstelle ab. Ein Seelsorgerteam betreute die Fahrzeuginsassen. Nähere Umstände zum Unfallhergang konnten wir bisher noch nicht ermitteln. Das müssen dann die weiteren Ermittlungen zeigen. Hierfür wird auch ein Gutachter hinzugezogen. Die Autobahn 93 musste bei Bad Abbach für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Polizisten sollten eine 47-jährige Frau vor ihrem krankhaft eifersüchtigen Ehemann beschützen. Doch während des Einsatzes eskaliert die Situation. Im Beisein der Kommissare wird die Frau im Frühjahr 2013 von ihrem Mann in der gemeinsamen Wohnung erschossen. Der Täter wurde bereits dafür verurteilt. Jetzt mussten sich die beiden Polizisten wegen fahrlässiger Tötung vor dem Landgericht Bochum verantworten. Sie sollen Leben schützen. Auch das gehört zum Job der beiden Polizeikommissare Ulrich M. und Björn V. Doch genau dies gelingt ihnen bei einem Einsatz nicht. Vor ihren Augen stirbt eine 47-jährige Frau. Hätten die beiden Beamten den Tod verhindern können? Mit dieser Frage hat sich seit Ende Oktober das Landgericht in Bochum beschäftigt. Jetzt wurde das Verfahren eingestellt. Die Einstellung wird immer dann vorgenommen, wenn die Schuld der Angeklagten als gering anzusehen ist und eine Verurteilung eben nicht erforderlich erscheint. Maßgebliches Kriterium war hier das Ergebnis des polizeilichen Sachverständigengutachtens, wonach sich das Verhalten der beiden Angeklagten eben als noch vertretbar dargestellt hat. 23. März 2013, Recklinghausen. Claudia B. will sich nach jahrelangem Streit von ihrem Ehemann trennen. Weil sie persönliche Dinge aus der gemeinsamen Wohnung holen will, bittet sie um Polizeischutz. Ihr krankhaft eifersüchtiger Mann besitzt scharfe Waffen. Das ist bekannt. Um die 47-Jährige zu schützen, wird sie von dem Polizeibeamten begleitet. Doch im Beisein der Beamten feuert der Ehemann immer wieder auf Claudia B. Die stirbt Stunden später im Krankenhaus. Eine Mitschuld der Polizeibeamten am Tod der Frau sieht das Gericht nicht. Für die Angehörigen des Opfers ist die Entscheidung nur schwer nachzuvollziehen. Das Vertrauen ist schwer erschüttert, das Vertrauen in die Polizei ist auch schwer erschüttert. Wir haben gehört, wie deutlich pflichtwidrig sich hier Polizeibeamte verhalten haben. Wir hätten uns gewünscht, dass das anders geahndet wird. Und ich darf auch sagen, für die Polizei hätte ich mir auch gewünscht, dass man offensiver damit umgegangen wäre. Die beiden Beamten können aufatmen. Mit einer Geldbuße in Höhe von 3.500 Euro gegen Polizeioberkommissar Björn V. und 7.000 Euro gegen den 58-jährigen Hauptkommissar Ulrich M. ist der Fall für die Beamten erledigt. Entsprechend zufrieden ist der Verteidiger.
Nun ist eine Einstellung natürlich auch keine Vorstrafe. Wenn die Geldbußen gezahlt sind, ist es so anzusehen, als ob es nie ein Verfahren gegeben hätte. Die Einstellung verstößt auch nicht gegen die Unschuldsvermutung, lässt also offen, ob die Angeklagten schuldig sind oder nicht. Und nach Bezahlung ist es so, als wenn das Verfahren nie stattgefunden hätte. Der Familie des Opfers geht der Richterspruch nicht weit genug. Sie hatte auf ein härteres Urteil gehofft. Wir hätten uns ein deutlicheres Zeichen gewünscht und wir hätten uns auch eine Geldstrafe nicht gewünscht, sondern tatsächlich eine Freiheitsstrafe, die natürlich zur Bewährung auszusetzen gewesen wäre. Aber nach unserer Ansicht war das Fehlverhalten eklatant. Mit dem Urteil ist für die beiden Beamten eine schwere Zeit zu Ende gegangen. Jetzt können die Polizeikommissare wieder ganz normalen Dienst machen. Deutschland ist ein Transitland. Waren aller Art werden auf unseren Straßen hin und her transportiert. Leider auch die Ware Mensch. Illegal eingereiste Flüchtlinge, die werden nach oder durch Deutschland geschleust. Ja, und das teilweise unter lebensgefährlichen Bedingungen. Die Polizei hat deshalb ihre Kontrollen auf den Straßen und Autobahnen verstärkt. Frank Schindler von der Bundespolizei in Flensburg und seine Kollegen, die haben die Schleuserbanden im Visier. Wir haben sie bei ihrem Einsatz an der Grenze zu Dänemark begleitet. Arbeitsbeginn bei der Bundespolizei in Flensburg. Frank Schindler und Thorsten Fechter sind täglich im Grenzgebiet zu Dänemark unterwegs. Die beiden Bundespolizisten sollen illegal eingereiste Flüchtlinge finden. Immer öfter werden die auf der A7 entdeckt. Man kann nicht sagen, hier, diese Woche wird jetzt, sag ich mal, Diebesgut nur in diesem Fahrzeug transportiert oder Schleusung findet in diesen Fahrzeugen statt. Das wäre natürlich relativ einfach für uns. Und insofern sieht man sich halt die ganze Verbindung und das Fahrzeug mit dem Kennzeichen, wo kommt es her. Und dazu kommt dann, wenn man näher rankommt, noch, was für einen Eindruck machen die Insassen. Und aus diesem Ganzen zusammen bildet sich dann eben die Entscheidung, kontrollieren wir dieses Fahrzeug, kontrollieren wir es nicht. Kaum haben die beiden Beamten ihre Kontrollfahrt auf der Autobahn begonnen, melden sich auch schon die Kollegen des Zolls bei ihnen. Dort befinden sich vermutlich 8 geschleuste Personen und 2 Schleuser. Und da die Kollegen jetzt dort vermutlich zu zweit vor Ort sind, müssen wir natürlich möglichst schnell die Unterstützung auch sicherstellen. Für viele dieser Menschen ist Skandinavien das Ziel ihrer Flucht. Manche haben schon Verwandte dort, viele sind der Überzeugung, zum Beispiel in Schweden ginge es ihnen als Flüchtling besser. Die Situation auf dem Parkplatz kennen die Beamten aus dem FF. Ein Pkw mit 8 Flüchtlingen. Am Steuer der Schleuser, in diesem Fall vermutlich ein Rumäne. Die Polizisten nehmen ihn fest. Ich habe den Fahrer angesprochen. Er hat gleich gesehen, er hat schon ein bisschen aufgeregt geguckt. Und da war ihm doch der Gedanke, Mensch, hier auf der Autobahn, wenn er jetzt, sag ich mal, den Fluchtversuch startet, das wollte ich nicht eingehen, er gehört in den polizeilichen Gewahrsam. Und ich hatte so Hinweise, dass er nicht ruhig bleiben würde. Und deshalb gleich aus dem Fahrzeug raus, ihn gleich gefesselt und eben erstmal von den Personen getrennt und gesichert. Die Flüchtlinge werden nicht festgenommen. Trotzdem, Uniformierte, die sie nicht verstehen, machen Angst. Die 5 Erwachsenen und 2 Kinder stammen aus dem arabischen Raum. Die Autofahrt nach Skandinavien beginnt meist in Italien. Viele 1.000 Euro zahlen Flüchtlinge für ihre Schleusung. Vorläufige Endstation, eine deutsche Polizeiwache. Trotz des Dolmetschers bei den Flüchtlingen macht sich erneut Unsicherheit breit. Die größte Sorge ist eben, dass jetzt eben das Reiseziel nicht mehr erreicht werden kann, weil sie erstmal bei uns festgestellt sind, dass wir die Fingerabdrücke nehmen und sie dann halt hier bei uns in Anführungsstrichen festsitzen. Der Rat der Polizisten, die Menschen sollen sich in das zentrale Aufnahmelager nach Neumünster begeben. Aber sie wurden ja nicht verhaftet, sondern sind frei. Neumünster liegt nicht auf ihrem Weg. Die Flüchtlinge wollen immer noch unbedingt nach Skandinavien. Sie werden immer dann alarmiert, wenn es rasend schnell gehen muss. Von Sonnenauf bis Sonnenuntergang fliegt Christoph Dortmund täglich die unterschiedlichsten Rettungseinsätze. Unsere Kamera war dabei, als ein Säugling mit Herzproblemen in eine Spezialklinik muss. Wir begleiten einen Hausbesitzer, der wegen eines akuten Krampfanfalls Hilfe aus der Luft braucht. Und wir fliegen einen Urlauber aus Belgien zurück in seine Heimat, der im Sauerland einen Unfall hatte. Alarm für die DRF-Luftrettung. Die Crew von Christoph Dortmund fliegt zu einem Spezialauftrag. Der Einsatz führt uns vom Westfälischen Kinderzentrum in Dortmund zum Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen. Hintergrund der Anforderung ist ein frühgeborenes Baby, das im Transportinkubator dorthin geflogen wird. Es braucht jetzt nach 28 Tagen nach der Geburt eine dringende kardiochirurgische Operation, die nur dort durchgeführt werden kann.
5 Flugminuten später. Die Zielklinik liegt in einem dicht besiedelten Teil der Dortmunder City. Direkter Anflug unmöglich. Ein Rettungswagen der örtlichen Feuerwehr ist dem Hubschrauber entgegengefahren und wartet schon auf einem Parkplatz. Das erst 4 Wochen alte Mädchen wird umgeladen. Sauerstoff können wir gleich umklemmen. Genau, liegt oben drauf im Moment. Super, dann können wir da an der Seite an die Dose gehen. Ja. Dann brauchen wir gar nicht da hinten abnehmen. Ich wechsle das schon mal eben. Jo. Ist man bei so einem kleinen Kind besonders vorsichtig, besonders behutsam? Ja, klar. Das sind eben halt kleine zerbrechliche Wesen. Und denen es gerade gesundheitlich nicht gut geht. Und dann muss man besondere Vorsicht walten lassen. Das schwerkranke Baby wird von seinem behandelnden Oberarzt Michael Hofmann und Kinderkrankenschwester Birgit Kleinrahm begleitet. Während des Fluges kümmern sich beide um den Säugling, dem eine dringende Herzgefäß-OP bevorsteht. Natürlich, man fühlt mit, aber man darf oder man muss es vermeiden, dass es einem zu nahe geht, weil dann verliert man eben die Professionalität. Und das wäre eben für diese Situation für den Patienten schlechter, als wenn man, sage ich mal, etwas distanzierter, aber nichtsdestotrotz natürlich einfühlend und mitfühlend den Patienten behandelt. 33 Minuten braucht die fliegende Intensivstation bis ins ostwestfälische Bad Oeynhausen. Maschinen an Bord überwachen permanent den Zustand des schwerstkranken Babys. Die Erkrankung ist sehr schwerwiegend. Das Kind hat einen angeborenen Herzfehler, der, wenn er nicht operiert wird, letztendlich auf Dauer mit dem Leben leider nicht vereinbar ist. Eine halbe Stunde später, Ankunft im Herzzentrum Ostwestfalen. Der Säugling hat im beheizten Plexiglaskasten die Kurzreise verschlafen. Vorsichtig wird der Inkubator aus dem engen Bauch des Hubschraubers gezogen. Unsere kleine Patientin hat den Flug sehr gut überstanden, aber die ganze Zeit mit den Vitalparametern völlig stabil. Und insofern war der Transport genauso, wie wir uns das gewünscht und erhofft hatten. Und nach jedem Transport ist man natürlich auch erleichtert, dass der Patient dann ohne Probleme in der Spezialklinik ankommt. Soweit stabil, braucht durchgehend ungefähr 30% Sauerstoff im Inkubator. Übergabe an das Ärzteteam der Klinik. Das Leben des Kindes liegt jetzt in der Hand von Spezialisten. Was wünscht man diesem Kind? Dass der Eingriff gut gelingt und die weitere Entwicklung des Kindes ohne Hindernisse zur Freude der Eltern vonstatten geht. Für die Crew der DRF Luftrettung endet hier der Einsatz. Für ihren kleinen Fluggast geht es direkt in den OP-Saal. Zurück in Dortmund, nächster Einsatz, ein Notfall. Wieder kann der Rettungshubschrauber den Zielort nicht direkt anfliegen. Eine Wiese dient als Landeplatz. Notarzt Christian Afflerbach und Rettungsassistent Rasmus Böhme müssen sich beeilen. Nach ersten Informationen hat ein 36 Jahre alter Mann einen epileptischen Anfall und braucht dringend Hilfe. Ein Wettlauf gegen die Zeit, denn in solchen Fällen können Sekunden über Leben und Tod entscheiden. Die letzten 500 Meter geht's weiter im Rettungswagen der örtlichen Feuerwehr. Da waren zu einer bewusstlosen Person. Wir wissen überhaupt noch nicht, was uns da erwartet. Wir sollen erstmal selbst unser Bewusstsein wiederkriegen, ne? Wir müssen Gott sei Dank nicht immer über die Mauer. Der 36-jährige Hausbewohner hat Lähmungserscheinungen und zittert am ganzen Körper. Christian Afflerbach verabreicht dem Mann, der Wochen vorher einen Schlaganfall hatte, krampflösende Mittel. Die nächste Klinik liegt nur ein paar Autominuten entfernt. Deshalb wird der Mann nicht im Hubschrauber, sondern im Rettungswagen transportiert. Jetzt müssen wir einfach gucken, was dahinter steckt. Ob er da unter Umständen wieder erneut eine Stelle im Gehirn hat, wo zu wenig Sauerstoff hinkommt, was dann unter Umständen so einen Krampf auslösen kann. Also deswegen muss er auf jeden Fall in die Klinik. Wir können den jetzt nicht behandeln und zu Hause lassen, sondern müssen ihn mitnehmen. 8 Minuten später, Notaufnahmeklinik Dortmund, Stadtteil Brakel. Die Kollegen werden sich sofort um ihn kümmern. Man sieht jetzt, der Krampf ist noch nicht völlig weg. Das heißt, die Medikamente, die wir schon in guter Dosis gegeben haben, reichen immer noch nicht richtig aus. Andererseits laufen wir Gefahr, dass er unter Umständen das Atmen aufhört, wenn wir ihm noch mehr geben. Also deswegen hat er auch schon jede Menge Sauerstoff laufen. Also insofern schön, wenn die übernehmen. Fünf
15 Uhr, nächster Fall. Pilot Udo Laux muss nach Hessen fliegen. 40 Minuten später, Aufnahme des nächsten Patienten am Klinikum Kassel. Ein Belgier, der seinen Urlaub in Deutschland schwer verletzt beenden muss. Beim Wandern war der 61-Jährige auf den Kopf gefallen. Mit Hirnblutungen und einer Lungenembolie geht's jetzt per Hubschrauber zurück in die Heimat, ins 280 Kilometer entfernte Lüttich. Der Patient befindet sich in einem komatösen Zustand. Soweit sind seine Parameter stabil. Das heißt, das Herz-Kreislauf-System ist soweit zufriedenstellend. Wir haben hier sicherlich neurologische Defizite, also bedingt durch die schweren Hirnverletzungen. Dann lass mal kommen. Okay. Dann komm rein. Weiter, 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 weiter. Noch ein Stück. Gut. Bis zur Zielklinik in Belgien braucht Pilot Udo Laux 90 Flugminuten. Medikamente stabilisieren den Blutdruck des 61-jährigen Patienten, der im Koma liegt. Uhr, Universitätsklinikum Lüttich. Wir hatten nun jetzt einen Flug von fast anderthalb Stunden. Es gab während des Fluges eigentlich keine großen Schwierigkeiten mit dem Patienten. Er ist soweit stabil. Ich bin soweit mit dem Verlauf ganz zufrieden. Hinten ist alles los. Gott, Schmackes. Jawohl. Weiter, 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 weiter. Mit der Übergabe des schwer verletzten Mannes an ein Spezialteam der neurologischen Station hat Notarzt Rainer Kosiol seinen Auftrag erledigt. Die werden jetzt direkt mit Diagnostik und Therapie weitermachen. Ja, würde ich sagen, haben wir alles wieder ganz normal drauf. Fliegen wir zum Tanken über Aachen. Für die Crew der DRF-Luftrettung geht es zurück ins Ruhrgebiet. Morgen früh, kurz nach Sonnenaufgang, wird der Rettungshubschrauber wieder in den Himmel steigen, wenn es heißt, Alarm für Christoph Dortmund. Wenn Sie Ihre vier Wände verschönern oder gar neu bauen wollen, ja, dann hängt zunächst alles von der einen Frage ab. Was kann ich mir denn überhaupt leisten? Wenn dagegen die öffentliche Hand baut, ja, dann wird oft munter drauf losgeplant und angeschafft. Das Budget scheint eher zweitrangig zu sein. Der neue Berliner Flughafen oder die Hamburger Elbphilharmonie sind dafür traurige Beispiele, aber auch ein kleines Rathaus am Rande der Lüneburger Heide. Die niedersächsische Stadt Uelzen hat ihr historisches Rathaus saniert. Fachwerk, Fenster, Fahrstuhl, alles nur vom Feinsten. Doch beim Bau gibt's permanent Probleme. Die Kosten laufen völlig aus dem Ruder. Inzwischen ist das Ganze doppelt so teuer wie geplant. Sage und schreibe 3,8 Millionen Euro. Das ist reine Verschwendung. Reine Steuerverschwendung. Überall wird gespart und an so einem Prestigegebäude, da wird einfach rausgehauen. Ohne Sinn und Verstand. Ja, als Steuerzahler fühle ich mich ganz schön veräppelt. Erinnert mich so an Thebert van Elst in Limburg. Rückblick. Im Frühjahr 2011 beginnen die Sanierungsarbeiten im alten Rathaus. 1,9 Millionen Euro soll der Umbau kosten. Doch kurz danach beginnen die Probleme. Die Fundamente geben nach. Ein halbes Jahr später geht es schon um 2,6 Millionen Euro. Die Stadt bekommt ihr Prestigeobjekt einfach nicht in den Griff. Das Mauerwerk wird aufwendig saniert. Die öffentliche Toilette muss erst abgerissen und dann wieder aufgebaut werden. Die ganzen Arbeiten ziehen sich in die Länge. Im September 2012 legt der Stadtrat die Höchstgrenze auf 3,2 Millionen Euro fest. Nicht mehr als ein frommer Wunsch. Denn am Ende belaufen sich die Baukosten auf sage und schreibe 3,8 Millionen Euro. Das halte ich für eine große Sauerei. Hier werden Gelder verschwendet, rausgeschmissen, die noch nicht mal genehmigt sind, aber schon verbaut sind. Wie kann das passieren? Das sind unsere Gelder, die da verschossen werden. Im neuen Rathaus von Uelzen ist man wegen der Kostenexplosion betroffen, lehnt ein Interview aber ab. Schriftlich heißt es, der Bürgermeister der Stadt Uelzen hat unverzüglich nach Bekanntwerden der Mehrkosten einen Bericht eingefordert. Erst wenn alle Antworten da sind, ist es möglich, über organisatorische, technische oder möglicherweise auch personelle Konsequenzen zu entscheiden. Auf diese Konsequenzen sind in Uelzen viele Bürger gespannt. Da frage ich mich dann doch, wer da mal den Kopf für hinhält oder die Verantwortung übernimmt. Für ihre Sachen, die die gemacht haben, müssen sie zur Rechenschaft gezogen werden, ohne Wenn und Aber. Also ich finde das wirklich unverschämt. Die Stadt muss jetzt zusätzliche Kredite aufnehmen, um die Mehrkosten zu zahlen. Dafür werden wieder extra Zinsen fällig, 20.000 Euro pro Jahr. Die Bürger von Uelzen werden noch viele Jahre die teure Sanierung ihres alten Rathauses abstottern.
Früher hieß es ja aus studentenprotestlerischem Munde oft Ami go home. Heute hört man eher Ami bleib hier. Denn dort, wo hierzulande US-Truppen stationiert sind, dort sorgen die GIs und ihre Familien ja mit für den Wohlstand von Städten und Gemeinden. Jetzt aber haben mehrere tausend US-Soldaten die oberfränkische Stadt Bamberg verlassen. Und dort fragt man sich jetzt, wie geht's weiter nach dem Abzug? Und was macht man mit den Militärflächen und Kasernen, die jetzt leer stehen? Es ist still geworden in und um das US-Kasernengelände im Osten von Bamberg. Seit dem offiziellen Abzug der Soldaten stehen insgesamt rund 450 Hektar leer. Das ist ein Zehntel der Stadtfläche, etwa so viel wie 630 Fußballfelder. Ein gewaltiges Areal. Das ist eine Jahrhundertchance für Bamberg, insbesondere wenn ich an die Stadtentwicklung denke, die nun möglich ist. Wir bekommen über 1000 Wohneinheiten hinzu. Das heißt, wir beleben den angespannten Bamberger Wohnungsmarkt. Mehr Platz also. Den braucht Bamberg auch. Denn die Stadt mit ihrem Weltkulturerbe und der Uni boomt. Warum also die Soldatenwohnungen nicht sofort bereitstellen für Studenten oder Asylbewerber? Doch so einfach ist es nicht. Nach dem Abzug der Amerikaner gehört das Gelände der Bundesrepublik. Die Stadt muss es erst erwerben. Nicht zu vergessen, es ist Militärgebiet. Da ist damit exemplarisch zu rechnen, dass sie einfach gewisse Altlastenszenarien haben, gewisse Schadstoffkulissen haben. Das muss jetzt alles durch Gutachten hinterlegt und gesichert werden. Und es muss klar sein, was ist im Boden drin, was ist in den Gebäuden drin, was kostet die Sanierung und wer bezahlt. Dass ein Leerstand Gebäuden nicht gut tut, weiß die Stadt. Versucht den Prozess zumindest für einen kleinen Teil des Geländes zu beschleunigen. Doch man braucht ein Gesamtkonzept und das kostet Zeit und Geld. Das können wir natürlich nicht aus der Portokasse bezahlen, sondern da müssen wir ein Sondervermögen bilden. Wir stehen dazu natürlich auch mit der Rechtsaufsichtsbehörde, nämlich der Regierung von Oberfranken, in einem vernünftigen Dialog. Seit 1945 waren US-Soldaten in Bamberg stationiert. Die Bamberger haben sich im Laufe der Zeit mit ihren Amis arrangiert. Jetzt zum Abschied hört man auch Wehmut. Solange wir denken können, leben die bei uns. Haben die dazugehört? Die haben dazugehört zu Bamberg. Ja. Ich finde es eigentlich bedauerlich, aber nach, ich weiß nicht, 60 Jahren, ja. Vielleicht wird es doch mal Zeit, dass wir selbstständig sind hier in Bamberg. Die Amerikaner haben sicherlich Bamberg belebt und auch haben für Bamberg doch einiges Gutes noch gebracht. Gebracht haben sie auch Geld. Zwar waren die Warner Barracks mit Schulen, Krankenhaus und Supermärkten eine eigene Stadt in der Stadt. Dennoch haben auch Geschäfte und Lokale außerhalb der Kaserne gut an den Soldaten verdient. Und jetzt? Die Taxifahrer etwa verbuchen Verluste von bis zu 20%. Die Einbußen, die waren am größten, also wie im Nachtgeschäft, an den Wochenenden, weil die Amerikaner waren fleißige Taxifahrer. Wenn um 17 Uhr die Kaserne geschlossen hat, sind sie doch ins Taxi zum Einkaufen, in die Gastronomie. Anfang Dezember wird das Kapitel US-Streitkräfte für Bamberg endgültig Geschichte sein. Ideen für die Zeit danach gibt es viele. Doch wohl auch ebenso viele Hürden und Interessenskonflikte. Eine große, eine langjährige Herausforderung für Bamberg. Die Preise für Milch, die sinken und sinken. Einmal, weil weltweit, etwa in China, unglaublich viel davon produziert wird. Und zum anderen, weil die EU-Agrarsanktionen gegen Russland den deutschen Milchbauern Absatzschwierigkeiten bescheren. Ja, die Preise im Keller, des Verbrauchers freut, des Landwirts leid. Die Milcherzeuger, die schlagen Alarm. Viele bäuerliche Existenzen sind bedroht. Bis vor zwei Jahren waren die Kühe von Andreas Mack noch im alten, traditionellen Stall. Für den Landwirt aus dem Unterallgäu hieß das morgens früh raus und viel Handarbeit. Dann hat Andreas Mack einen Hightech-Stall gebaut. Ein Roboter füttert die Tiere, ein weiterer Roboter melkt die Kühe vollautomatisch. Und zwar rund um die Uhr, immer wenn die Tiere von allein vorbeikommen. Feste Melkzeiten sind passé. Andreas Mack muss nun hauptsächlich programmieren. Es war eine große Investition. Die Bausumme war hier so ca. 600.000 Euro, wobei die ganze Automatisierung mindestens ein Drittel davon ausgemacht hat. Und dennoch, in den letzten beiden Jahren ist Hightech-Bauer Andreas Mack auf seine Kosten gekommen. Die Milchpreise waren hoch. Die Weltnachfrage war riesig. Deutsche Milchprodukte wurden nach Ostasien und nach Russland exportiert.
Doch mit der Ukraine-Krise wurde alles anders. Gegenseitige Embargos wurden verhängt. Russland lässt keine westlichen Agrarprodukte mehr ins Land. LKWs müssen abdrehen. Was uns aber richtig nach unten zieht im Moment, ist eine Auswirkung, die heißt Russland-Embargo. Und mit einem Schlag rechnen sich die hohen Investitionen von Landwirt Mack nicht mehr. Ja, zurzeit die Preise sind weiter im freien Fall. Und aktuell ist es sehr schwer, mit der Milchproduktion also Geld zu verdienen, beziehungsweise meine Familie zu ernähren. Und der Bauernverband fordert staatliche Hilfen. Nachdem diese russische Importsperre politisch ausgelöst ist, muss in dem Fall auch Politik Verantwortung übernehmen. Für die Verbraucher bedeutet der Preisverfall, dass alle Milchprodukte billiger werden. Für mich ist es nicht schlecht. Also wir brauchen viel Joghurt oder so, da ist es dann schon gut. Für den Verbraucher ist es in Ordnung, für die Landwirtschaft, die bäuerliche Landwirtschaft, schritt dabei. Wir sollten gute Lebensmittel haben und da kostet es auch den Preis. Der Deutsche Molkereiverband meint jedenfalls, dass sich die Milchbauern auf Dauer umstellen müssen. Ich glaube, der Strukturwandel wird wirklich kommen. Auch in der Vergangenheit haben wir pro Jahr 2-5% Aussteiger gehabt aus der Milchwirtschaft, bei guten und bei schlechten Preisen. Das zweite Modell ist, er bleibt Landwirt, er gibt nur die Tierhaltung auf, macht was anderes, zum Beispiel Agro-Rohstoffe, Agroenergie. Eine heftige Diskussion. Andreas Mack setzt voll auf die Milchwirtschaft. Sein Hightech-Stall kann rundum belüftet werden. Das Wohl der Tiere ist ihm wichtig. Und er hofft, dass er weiter von seinen Kühen leben kann. Also gleich mal vorab gesagt, meine Tolle da oben, die ist echt nix toupé oder so. Wobei ich kann jeden verstehen, ob Mann, ob Frau, der sich bei lichtendem Haar Sorgen macht und unwohl fühlt. Aber da kann man ja was machen. Eduard Hans ist gelernter Friseurmeister und er kann der Natur ein wenig auf die Sprünge helfen. In teils aufwendiger Handarbeit stellt der Perückenmacher künstliche Haarpracht her. Ein Leben ohne Toupet ist für ihn einfach unvorstellbar. Schließlich trägt er selbst einst. Ob blond oder braun, Mann oder Frau, kurz oder lang, fast alles dreht sich hier um Haare. Seit fast 45 Jahren führt Eduard Hans sein Geschäft mit viel Leidenschaft und unermüdlichem Engagement. Der Friseurmeister und Zweithaarspezialist selber bezeichnet sich als eitel. Und genau so hat alles mal angefangen. Ich war das typische Beispiel dafür. Ich habe mit 20 Jahren eine Glatze gehabt, meine Haare verloren. Und da hieß es immer bei der Jugend, bei der Frauenwelt, groß, sportlich, aber keine Haare. Und das war in der damaligen Zeit ein großes Handicap. Und dann habe ich natürlich das geändert, die Haare, das Tuppe selbst geknüpft, hergestellt und geübt und gelernt und. Und dann hatte ich nachher Haare, sportlich, jung und dann bin ich in der Frauenwelt gut angekommen. Die Kunden vertrauen auf die langjährige Erfahrung von Eduard Hans. Viele sind Stammkunden, kommen seit Jahren und lassen sich immer wieder gern von ihm persönlich beraten. Ich habe mir gedacht, vielleicht ein neues. Ja, das ist an der Zeit. Wir haben das ist ja schon über 3 Jahre. 3 Jahre, ja, hat sich aber super gut gehalten. Super gehalten, ja, wunderbar. Das hat niemand gemerkt, ist so gut gemacht, so professionell. Damit es niemand merkt und das Toupet perfekt sitzt, nimmt sich der Friseurmeister Zeit für jeden einzelnen Kunden. Die Erfahrung zeigt ihm, die meisten Männer wollen sicher keine Glatze. Doch er hat Gespür dafür, den Kunden den ersten Schritt zum Kunsthaar leichter zu machen. Ich bin ehrlich, es war schon die Eitelkeit. Ich muss aber dazu sagen, der Herr Hans musste mir das schon sehr schmackhaft machen, bis ich mich dazu entschieden habe. Seit er sich entschieden hat, kann er sich ein Leben ohne Toupet nicht mehr vorstellen, auch wenn es am Anfang etwas befremdlich war. Am Anfang war es halt so gewesen, wenn ich zum Beispiel ins Fitnessstudio ging und die ersten 2-3 Wochen habe ich immer gedacht, ich hätte eine Kappe an. Und das würde dann runterfallen. Aber selbst beim Cabriolet-Fahren auf der Autobahn mit 220 macht diesem Tatteil nichts aus. Wieder aufsetzen. Über die Jahrzehnte hat sich in seiner Branche viel verändert. Früher hat Eduard Hans die Haarteile noch selbst geknüpft. Heute lässt er knüpfen. Immer nach seinen Angaben und somit immer individuell. Nicht all seine Kunden haben mit vererbtem Haarverlust zu kämpfen. Viele sind Krebspatienten, die während einer Chemotherapie die Haare verloren haben, so wie seine Lebensgefährtin, die heute geheilt ist und wieder natürliches Haar hat.
Während ihrer Krankheit hatte ihr Eduard für sie eine solche Perücke angefertigt. Sie kann sich noch gut an die seelische Belastung und an den Tag des plötzlichen Haarverlusts erinnern. Wenn es dann nachher soweit ist, also ja, die Büschel sich dann verabschieden, ist es schon ein Schock. Also ja, das war für mich, dann ist, als ich die Haare verloren habe, ist die Krankheit bei mir angekommen. Damals waren sie einfach nur Freunde. Irgendwann danach sind die beiden ein Paar geworden. Heute erinnert sich die Lebensgefährtin noch immer an die Zeit als Kundin zurück, an die Zeit, als sie merkte, dass Eduard Hans weitaus mehr macht als einfach nur seinen Job. Er ist einfach ein toller Mensch. Er kann sich sehr gut in die Leute reinversetzen. Hier wird man aufgefangen. Hier ist man sehr herzlich und sehr warm und ja, die Leute fühlen sich einfach wohl. Wohlfühlen will sich der 73-Jährige auch. Seit über 5 Jahrzehnten verzichtet er nicht mehr auf ein Toupet. Zweithaar und Kopfhaut benötigen natürlich genauso viel Pflege wie eine ganz normale Haarpracht. Deshalb gönnt er sich gern mal etwas Wellness bei Mitarbeiterin Heike. Sein kleines Team liegt ihm seit vielen Jahren am Herzen. Das ist wirklich wie eine Familie, wenn unsere Mitarbeiterin, die ist jetzt schon 34 Jahre hier, die hat als Lehrling begonnen und die geht als Oma später vielleicht in Rente, aus dem einfachen Grund, sie fühlt sich so wohl. Mit zur Mannschaft gehört auch Tochter Daniela. Beide teilen die Leidenschaft, Menschen mit Haarproblemen zu helfen. Der Vater will zwar noch mit 90 im Laden stehen, doch sie soll sein Lebenswerk irgendwann weiterführen, auch wenn zwischen Vater und Tochter nicht immer alles unproblematisch läuft. Es gibt immer Reibungspunkte, wenn man tagtäglich miteinander arbeitet. Aber genauso viel gibt es auch Positives. Und ich meine, man ist ja auch froh, wenn der Nachwuchs im Geschäft arbeitet. Ja, da ist man ja auch stolz. Ich bin ja auch stolz, dass er in seinem Alter noch gesund ist und viel arbeitet und mit Herz bei seinen Kunden auch ist. Und genau das ist wohl sein Geheimrezept für ein erfolgreiches und zufriedenes Geschäftsleben. Und Eduard Hans hat ein klares Ziel, immer eine ganz eigene Philosophie vor Augen. Dazu gehören auch verschiedenfarbige Turnschuhe. Grün, sagt er, steht für Gas geben im Leben und Rot für auf die Bremse treten. In den letzten 40 Jahren hat er das wahrscheinlich eher seltener getan. Eduard Hans ist der Letzte, der jeden Abend die Lichter ausmacht und den Laden verlässt. Und das will er noch mindestens 2 Jahrzehnte so weitermachen. Ja, wir machen jetzt einen Abstecher an für vielen schönsten Platz der Welt, an den Tresen. Unsere Expedition Deutschland führt uns heute in eine Berliner Kiezkneipe, in der es längst nicht nur auf das Bier ankommt. Thoralf Brakut hat mit folgenden Koordinaten den Weg dorthin gefunden. Mein Name ist Jan Grune und ich schicke den Reporter auf Expedition Deutschland heute nach Berlin. Und zwar genau nach... Kreuziger Straße 1. Sie haben uns mitten nach Berlin-Friedrichshain geschickt, offenbar in ein großes Wohngebiet. Das ist gut für uns, denn wo viele Leute wohnen, gibt es hoffentlich auch viel zu erzählen. Doch jemanden zum Plaudern zu finden, ist dann doch kniffliger als gedacht. Mit uns Pikachu. Nee, ich kann doch. Ja. Entschuldigung. Dabei sieht es so aus, als seien die Menschen hier sonst mitteilsam. So mit verschlüsselten Botschaften und kleinen Briefwechseln. Am Ende der Kreuziger Straße entdecke ich dann eine Kneipe. Mal sehen, was da zur Mittagszeit schon los ist. Am Tresen komme ich gleich ins Gespräch. Alles Anwohner, die von der Kreuziger Straße als ihren Kiez sprechen. Was können Sie denn erzählen über die Straße hier? Naja, außer dass ich hier wohne, noch ein paar andere Sachen. Der letzte Kiez eigentlich. Den Kiez haben Sie ja schon kaputt gemacht. Noch ein paar andere, aber das werden Sie jetzt so schnell nicht finden. Und wir verkehren jetzt hier so seit 20 Jahren hier drin und feiern unser Fasching, Weihnachten so Stunden gemütlich. Und das läuft sehr gut. Und halten noch alle so zusammen. Wir sind mehrere Leute noch, die drin sind hier, die ungefähr so 20 Jahre sich kennen, 30 Jahre kennen. Und kommen Sie dann jeden Tag hierher? Nein, nicht jeden Tag, aber zum Feierabend mal kurz vorbei, ins Bier trinken und dann zack. Man weiß immer dann Bescheid über jeden. Wir sind eine ganz große Truppe normalerweise. Und wir finden es hier ganz gemütlich.
Hinter dem Tresen steht Elke Engel. Sie ist mittendrin, wenn in der Kneipe aus dem prallen Leben erzählt wird und mag das. Was bedeuten denn solche Männer wie die beiden für Sie? Ja, sind Stammgäste, die bedeuten so eine ganze Menge, natürlich. Wie Familie fast, ne? Ja, ich bin wie Seelsorger hier, ich muss mir hier alles anhören. Was denn? Na, ich bin aus dem Leben, Leid, wenn sie Liebeskummer haben oder wie auch immer. Benehmen sich denn die Jungs hier immer? Ja, meistens. Sagt die Wahrheit. Meistens. Sagt die Wahrheit. Was heißt denn meistens? Ja, manchmal stecken ganz hoch. Was machen sie denn da? Was liegt denn da? Dann leg ihn mal laut und dann ist wieder Ruhe. Wir gehen vor die Tür, um uns weiter zu unterhalten. Dabei erzählen mir Wolfgang und Axel, wie groß der Zusammenhalt in ihrer Kneipengruppe ist. Sind ja alle drinnen vertreten. Ja. Da gibt es einen Maler, da gibt es einen Elektriker. Alle. Das betrifft alle. Und da brauchst du dir keinen irgendwie jetzt zu holen von irgendeiner Werkstatt oder was. Ja, fragst du mal, kannst du mal. Ja. Kannst du mir mal helfen beim Malern, große kannst Familie. Du mir mal helfen beim Fußboden machen, kannst du mal meinen Computer ganz machen. Alles und eine Hand wäscht die andere. Wolfgang und Axel kennen sich seit Jahrzehnten. Mit dem Leben in der Kreuziger Straße sind sie zufrieden. Ich habe eigentlich gar keine Sorgen. Ich finde gut, meine Tochter studiert in Augsburg. Mutter lebt noch und alles andere ist leider schon verschieden. Ihre Frau? Auch verschieden, an Krebs gestorben vor 6 Jahren. Und dann macht man seine eigenen Sachen noch alleine. Man versucht, das Beste draus zu machen. Das kannst du nicht so einfach verarbeiten, auch nicht nur mit anderen oder auch nicht jetzt hier mit in der Gaststätte hier Alkohol trinken und so. Das musst du dann irgendwie ein bisschen hier so verarbeiten. Dann geht man zu Hause geblieben und dann richtig abgeschalten und es geht nicht anders. Was war das für eine Zeit für Sie danach, da wieder? Es war eine sehr schwere Zeit. Wieder jetzt so. Also der Halt war zu den Freundschaften immer noch da gewesen, genauso wie wir hier gerade in diesen Laden immer drin sind. Das hat Ihnen geholfen? Ja, sehr viel. Man hatte Abwechslung gehabt, man konnte sich unterhalten. Und wir waren ja fast jeden Tag zusammen gewesen. Wir haben ja nun alles da drin gemacht, gefeiert, Geburtstag, Silvester, Weihnachten, alles, Jule Club und alles. Und dann ist es eine ganz große Lücke gerissen. Es blieb nicht der einzige Schicksalsschlag, den die Gruppe in kurzer Zeit zu verkraften hatte. Ich bin 2 Jahre 7 Beerdigungen gewesen, die hintereinander dann auf über zugedroschen haben. Das ist ein hartes Brot. Aber solange wir noch leben, bleiben die bei uns. Haben wir auch vorn Bilder stehen und sowas. Ist ein schöner Gedanke. Ja. Und solange wie immer noch Zusammenhalt ist, man hat noch Freundschaften, geht das immer noch vorwärts. Man soll nicht immer an das Schlechte denken. Ich will mehr über die Bilder wissen, von denen die beiden gesprochen haben. Wollen wir noch mal die Galerie angucken? Wird langsam kalt, ne? Kannst du gucken? Ja. Auf dem Weg erzählen mir die beiden, dass sie ihre verstorbenen Freunde weiter in ihrer trauten Runde behalten wollten. Für sie richteten die Männer deshalb in ihrer Kneipe eine besondere Gedächtnisecke ein. Das ist so die Galerie von den Gestorbenen. Hier gedenken sie aber nicht nur ihrer Freunde, sondern kümmern sich auch in gewisser Weise noch um sie. Und was bedeuten die Geldstücke hier dran? Das Geld wird zusammengesammelt und dann werden dafür Blumen gekauft als Erinnerung. Wenn jetzt ein Todestag ist oder sowas. Jemand geht immer auf den Friedhof und dann legen wir das rein und dann nimmt ihr das mit und macht dafür Blumen und Grabpflege. Ja. Hilft das euch denn? Macht es das leichter, wenn Sie so mit den Bildern noch dabei sind hier in der Runde? Oder? Ja. Ja. Natürlich. Das ist ungefähr so, als wenn Sie noch da sind. Braucht man nur auf das lachende Gesicht gucken, dann weiß man schon, denen geht es jetzt so gut wie früher. Aber das hilft uns natürlich auch. Die Gedächtnisecke zeigt, wie sehr die Männer zusammenhalten. Hier in der kleinen Kneipe, mitten in der Großstadt. Danke nach Berlin für die Expedition heute. Morgen schauen wir uns im Bergischen Land um. Kommen Sie wieder mit, wir freuen uns. Während Fußballweltmeister Deutschland ja heute Abend das Länderspiel ja in Spanien ausklingen lässt, geht es an den Kickertischen der Republik in einer Tour weiter. Längst ist aus dem Vergnügen ein ernstzunehmender Sport geworden. Die besten Tischfußballer Deutschlands, die haben den Dreh so richtig raus. Im Sauerland haben sie jetzt um den Meistertitel gespielt.
Mehr als 350 Teilnehmer spielten drei Tage lang an 61 Geräten die deutschen Meister im Tischfußball aus. Wenn Profis spielen, dann ist auch die Ausrüstung professionell. Jeder Spieler hat seine eigenen Griffe. Die werden auf die Stangen geschoben und festgeschraubt. Anschließend, je nach Griffstärke, ähnlich wie beim Tennisschläger, gewickelt. Damit die Stangen gut laufen, werden sie mit einem klassischen Möbelpflegemittel geschmiert. Ein Satz geht bis 5, gespielt wird Best of 5. Wer zuerst 3 Durchgänge gewonnen hat, gewinnt das Match. Auch Frauen spielen Tischfußball und das deutsche Team um Lilly Andres ist sogar Weltspitze. Sie zeigt uns ihre spezielle Schusstechnik. Ist es so, dass man den Ball vorne unter die Figur einklemmt und man dabei darauf achtet, dass er wirklich am Scheitelpunkt eingeklemmt ist, dass er nicht nach vorne oder nach hinten wegrutscht, wenn man ein bisschen Druck drauf gibt? Und dann zieht man den eben mit einer seitlichen Bewegung rüber, bringt die Figur hinter den Ball, öffnet hier die Hand und dann wird durch eine Abrollbewegung, einen Zug nach oben, eine Schussbewegung produziert. Doch richtig rund lief es für sie im Turnier nicht und das schien sie schon geahnt zu haben. Ich bin oft mit mir selbst am Hadern und wenn ich dann Fehler mache, vor allem wenn es dumme Fehler sind, dann fällt es mir sehr schwer, mir die selbst zu verzeihen und dann reiße ich mich selbst in so eine Spirale rein, wo es sehr schnell bergab gehen kann und dann muss ich mich immer sehr zusammenreißen. Genau das klappte nicht und deshalb kam für die Favoritin das Überraschende aus bereits im Viertelfinale. Und so trafen im Endspiel zwei Hamburgerinnen aufeinander, die Vorjahreszweite Alice Winicki und die Außenseiterin Nele Neumann. Die hatte in diesem Duell die besseren Nerven, siegte knapp und heiß umkämpft in 5 Sätzen und erklärte anschließend, was ihren Sport ausmacht. Das Faszinierende ist, dass Tischfußball sehr vielseitig ist und es immer wahnsinnig wichtig ist, dass man einfach ruhig ist und bei sich selber bleibt. In erster Linie spiele ich gegen mich selber, um dann mein Bestes geben zu können. Also, auch im Tischfußball sorgen Frauen für Volltreffer. Die Feuerwehr ist ja bekanntlich nicht nur Retter in der Not, wenn es mal brennt, sondern auch wenn es mal klemmt. Nämlich wenn sich Menschen oder auch Tiere in irgendeine ausweglose Situation gebracht haben. So geschehen jetzt in Hamburg. Eine Katze, die ist dort in den Motorraum eines Autos geklettert, ja, und steckte fest. Allerdings war der Einsatz der Feuerwehr erst einmal für die Katz. Ende gut, Katze geht's gut. Bis es soweit ist, braucht es allerdings reichlich Werkzeug und vollen Körpereinsatz der Feuerwehrleute. Ausgerechnet den Motorraum eines Kleinwagens hat sich das Kätzchen als Rückzugsort auserkoren, bleibt dort stecken und miaut fortan kläglich vor sich hin. Ich versucht sie von alleine irgendwie rauszuscheuchen und rauszubekommen. Hat leider nicht funktioniert, deswegen haben wir uns dann entschieden, die Feuerwehr zu rufen und das Ganze in fähige Hände abgegeben. Die fähigen Hände bauen das Fahrzeug auseinander und können die kleine Katze so tatsächlich befreien. Doch das Glück von Rettern und Geretteter wird nicht lange. Die Katze hat sich dann leider unserer Gefangennahme entzogen, als wir den Pkw dann die Befreiungsöffnung geschaffen hatten und ist dann leider in einen Motorraum von einem weiteren nebenstehenden Pkw gehüpft. Diesmal bleibt den Helfern die Demontage des Fahrzeugs allerdings erspart. Der Halter öffnet die Motorhaube und ein beherzter Griff bringt die kleine Ausreißerin in Sicherheit. Währenddessen hat sich Eugen Ehrstein professionelle Hilfe zum Zusammenbauen seines Autos geholt. Ist natürlich schlimm genug für die Katze schon, von daher Hauptsache die übersteht das unbeschadet und das Auto ist erstmal zweitrangig. Für die kleine Katze endet der aufregende Tag mit einer eingehenden Untersuchung im Hamburger Tierheim. Bleibende Schäden hat sie vermutlich nicht davon getragen. Bei dem auseinandergebauten Kleinwagen weiß man das noch nicht. Das war's von uns von der Drehscheibe. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Babette von Kienlin. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis die Tage. In alter Frische.